Moin aus dem sonnigen Basel. Eine weitere Folge von Zu Besuch bei. Und wenn wir das hier überleben, dann gucken wir uns heute in Basel Open Cycle an. Viel Freude dabei. Danke, dass das geklappt hat, dass ich herkommen durfte aus Hamburg nach Basel. Ja, freut mich sehr. Ja. Ja, ihr habt 2012, glaube ich, Open Cycle gegründet. Ja. Nach einer erfolgreichen Zeit bei Cervelo. War das nicht riskant? Riskant? Doch, riskant war das auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, für uns war eigentlich beide klar. Also ich war ja vor Cervelo auch Geschäftsführer bei BMC, habe das aufgebaut. Und wir waren beide einfach so an einem Punkt, wo wir eigentlich die Schnauze voll hatten, von diesem klassischen Manager zu sein. Ja. Und wir wollten wirklich wieder zurück zum Produkt. Ja. Und im Nachhinein, klar, wo wir das gestartet haben, habe ich gedacht, das Risiko ist klein, weil Ingenieur ist einer der genialsten Ingenieure in dieser Industrie. Okay. Ja. Und ist wirklich vom Produkt her, denke ich, einer der besten Produktentwickler auf dieser Welt. Und wir hatten natürlich beide schon ein Kundennetz durch Cervelo und auch durch BMC. Und von dem her hat man viele Voraussetzungen, die jetzt jemand anders, der eine Marke startet, nicht hat. Ja. Und natürlich, so oft wie das läuft, man stellt sich das alles sehr einfach vor. Ja. Und im Endeffekt war es dann halt nicht so einfach. Also okay. Eben nicht zwingend von den Grundlagen, die wir hatten, aber halt, wir hatten zwei Entwicklungen oder wir wollten unbedingt in Europa produzieren und wir hatten mit Alex Leibniz in Deutschland eine Entwicklung gemacht und das hat uns 400.000 Euro gekostet. Okay, ja. Und hat dann am Ende nicht geklappt? Hat eigentlich alles super geklappt, das war getestet und wirklich eigentlich schon die Produktion gestartet und dann ging die Pleite. Ah, okay. Dann hat man eigentlich noch ein zweites Produkt, das wissen die wenigsten, das war ein Full Suspension Mountainbike. Wir wollten Mountainbike machen und auch dort waren wir sehr weit vorgeschritten. Wir haben die Kinematik mit Lightwheel zusammen entwickelt. Ja. Wir hatten eine Produktion in Spanien, das ist ein sehr guter Freund von Gerard. Weil er ist dann wirklich an einem Herzinfarkt leider gestorben. Wurde diese Fabrik geschlossen und von dem her gesagt, war das nicht riskant? Nein. Mhm. Wo wir es gestartet haben, haben wir gedacht, das Risiko ist relativ klein. Ja. Aber dann zwei, drei Jahre später war es dann natürlich so, also speziell ich habe keine Firma verkauft. Ja. Ich habe da All-In gemacht oder ich habe meine Pensionskasse aufgelöst und nach drei Jahren war ich alles weg. Ja. Oh je, okay. Ja, also. Aber es ging dann aber mal wieder bergauf. Genau, es ging dann eigentlich wieder so schnell, wie es bergab. Also es ging ja eigentlich nie bergab, weil wir wussten, wir haben ein gutes Produkt und wir haben gute Kunden und wir müssen einfach wir hatten einfach diese zwei Projekte, die halt wirklich schief gelaufen sind. Und das dritte Projekt war dann halt das Up. Ja. Und ich denke mir, das wird das Produkt sein, für das man uns auch in 10 Jahren noch erinnern wird und mit dem Up, das hat wirklich unsere Firma gerettet, muss man ganz sagen. Ja. Gestartet seid ihr mit dem Hardtail? Genau, gestartet sind wir mit dem Hardtail, weil wir durften keine Rennräder oder ähnliches machen. Der Gerard hat von Cervelo ein Lombard gehabt, für 2,5 Jahre. Und da haben wir mit dem Hardtail gestartet, weil das relativ naheliegend war. Das ist ja eigentlich vom Rahmenbau her wie ein Rennrad, blöd gesagt. Und daher auch eigentlich das zweite Produkt war eigentlich das Full Suspension Bike. Aber eben eigentlich unser Herz. Ich bin der Mountainbiker, Cher ist der Rennradfahrer, sage ich jetzt mal. Und halt die geniale Symbiose ist eigentlich das Gravelrad, oder das ist wirklich so, verbindet unsere beiden Welten. Okay. Ja. Euer Motto ist, work hard to keep small. Ja. Klappt das?
Nicht immer. Also die letzten, wahrscheinlich schon. Die letzten zwei Jahre nicht. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt am Anfang. Ja. Und also ich denke mir, wir machen viele Sachen ein bisschen anders wie andere Firmen. Eben, du siehst es hier, wir haben nicht 30 Mitarbeitende. Mhm. Oft werden Leute fragen, hey, wie groß seid ihr? Und du sagst irgendwie, das sind irgendwie, ja, die kann man dann zwei Händen abzählen, die Leute, die, mhm. dann sind die Leute erstaunt. Also wir versuchen das schon sehr effizient zu machen, ja. gewisse Sachen, eben wo wir nicht gut sind, outzusourcen auch, wie die ganze Logistik, Assembly etc. Aber klar, die letzten zwei Jahre mit Covid, das war ein Challenge, oder? Weil, ja. Die Nachfrage hat sich verdoppelt und das Angebot hat sich halbiert, oder? Von unseren Zulieferern. Ja, ja. Also, es war jeder Rahmen oder jedes Rad herzustellen, war ein enormer Aufwand. Du musst okay. wirklich um jede Schraube kämpfen, wow. mit ja. Lieferfristen von bis zu zwei Jahren. Ja. Und eben, ich sage jetzt mal, die letzten zwei Jahre ging das nicht auf, waren mhm. working hard to stay small. Klar, wir sind gewachsen, ja. aber der Aufwand hat sich eben, ich sage jetzt mal, nicht verdoppelt, sondern vervierfacht. Ja. Und von dem her sind wir uns selber ein bisschen untreu geworden, aber okay. das Thema ist ja. sicher so, dass nächstes Jahr wollen wir da eigentlich zurück ja. Zu diesem Slogan und okay. eigentlich auch zu dem, was wir gerne machen. Also jetzt wurden wir wieder diese Managers, die wir eigentlich gar nicht mehr sein wollten. Ja. Und eure Kunden kommen überwiegend aus Deutschland, Schweiz, weltweit? Weltweit, ja. Weltweit. Und das hängt wirklich auch so ein bisschen mit unserer Vergangenheit ja. zusammen halt. Also, und auch mit Gravel an sich. Mein Gravel kam vor, sag jetzt mal, 8-9 Jahren, kam aus Amerika. Ja. Ist in Amerika entstanden, wie so eben ursprünglich vor 35 Jahren das Mountainbike. Ja. Und kam dann so langsam rüber nach Europa, also zuerst in England. England war es eigentlich der zweite Markt, der das so ein bisschen aufgenommen ja. hat, Gravel. Und Deutschland war eigentlich relativ spät, mhm. vor drei Jahren ist Gravel wirklich in ja. Deutschland, hat wirklich so Fuß gefasst. Und mittlerweile in Amerika ist nach wie vor plus minus 50% mhm. Von unserem Umsatz. Aber eben Deutschland ist mittlerweile klar die Nummer zwei, hat England überholt. Okay, wow. Und ist ein wichtiger Markt für uns. Also gefühlt fahren bei uns nur noch Gravelbikes. Alle, also auch gar nicht sportlich, ja. auch in ja. der Stadt, überall, alle ja. fahren Gravelbike. Niemand wäre mir was anderes, ja. schon irre. Hey, ich denke, das hat mit vielem zu tun. Also es hat halt, also zum einen halt damit zu tun, dass ein Rennrad, wie der Name schon sagt, irgendwie für Rennfahrer konzipiert wird und wer ja. ist schon ein Rennfahrer? Also ja, genau. Die meisten Leute ist das Rennrad eigentlich zu unkomfortabel, also ja. von der Position her, vom Komfort her. Zum anderen halt mit dieser ganzen Sicherheitsgeschichte ja. im Straßenverkehr. Also das ist schon, also die letzten 10 Jahre hat sich das stark verändert. Mhm. Also wenn du jetzt Rennrad fährst, musst du einen gewissen Überlebensinstinkt haben und ja, ja. Das ist halt wirklich Training geworden, weil es ist halt wirklich aggressiver geworden im ja. Straßenverkehr. Auf jeden Fall. Und das Dritte, was halt wirklich dazu kam, ist, denke ich mir, gerade so während Covid auch und mhm. so, kam viel auf das Thema Gravel, weil eben man konnte nicht groß in die Ferien reisen, also mhm. hat man gesagt, hey, dann bringe ich die Ferien zu mir ja. und das ist halt wirklich so dieses Bikepacking oder Bikepacking Light gerade, wo man einfach 4-5 Tage geht, nicht allzu viel Gepäck. Das ist halt einfach etwas, was im Moment extrem am Plan ist auch. Das ist halt wirklich, das Schöne ist halt wirklich, man kann eigentlich Rennrad fahren im Gelände und weg vom Verkehr. Oder? Das ist echt das Schöne, weil das war beim Mountainbiken für mich eben das Schöne, dass du wirklich den Kopf abschalten kannst, wirklich eben so ein bisschen dieses Meditative. Und auch landschaftlich eigentlich viel mehr Einfluss hast und das Thema Gravel kannst du das genau, ohne eigentlich die Nachteile vom Mountainbike ja. zu haben, dass halt auf der Straße ist, das Mountainbike immer super langweilig. Das ja. ist einfach eine mühsame Geschichte. Und euer Erfolg kommt auch ohne Werbung und Marketing raus. Also ja. ihr schaltet keine Anzeigen, keine Plakatwände draußen und ja. das ist dann nur Mund-zu-Mund-Propaganda und Social Media und... Ja, eben Social Media, klar, jetzt mittlerweile ist Social Media Standard, ja. aber wo wir vor irgendwie eben 11 Jahren angefangen haben, war das halt nicht der Standard. Und für uns war das klar,
wir wollten, eben, wir haben noch nie jemand gesponsert oder noch nie eine Anzeige geschaltet, kein Euro, kein Dollar, kein Schweizer Franken. Und für uns war damals schon klar, eben so diese ganzen auch Sponsoring-Geschichten, wo du irgendeinen Fahrer hast, der irgendwie, ich sage jetzt mal, auf Trek die Tour de France gewinnt und Trek ist das Beste und im Jahr drauf ist es irgendwie halt BMC und dann ist BMC das Beste. Oder Cervelo. Das ist eine Erfahrung, die wir bei Cervelo gemacht haben. Es ist halt wirklich so, dass auch diese ganzen Produktentwicklungsgeschichten, wo immer alle sagen, hey, das Rennteam hilft uns, das Produkt besser zu machen. Also wenn du 30 Fahrer in einem Team hast, dann können dir vielleicht ein oder zwei wirklich weiterhelfen mit dem Produkt. Und das ist eigentlich völlig überbewertet. Und wir haben schon damals das Gefühl gehabt, so diese ganze Rennrad-Sponsoring-Szene, die ist eigentlich wirklich überbewertet. Ja. Und eigentlich, was für uns als kleine Marke eben viel schöner ist, ist der Kunde, der am Schluss sagt, hey, das ist das lässigste Rad, das ich je gefahren bin. Ja. Weil das ist wirklich nachhaltig, oder? Ja, diese Kunde hast du auch noch nach 4-5 Jahren, oder? Und von dem haben wir gesagt, hey, kein Sponsoring und keine Anzeigen. Und wir müssen das mit einer Community schaffen und hat wirklich einfach, unser Ziel ist es wirklich, wir müssen die besten, innovativsten Produkte machen, dann brauchen wir den Rest gar nicht, weil dann spricht das Produkt für sich oder unsere Kunden machen die Werbung für uns. Ja, ich bin halt auch kein Kunde, das muss ich mal demnächst mal ändern. Jederzeit. Ja, genau. Kommst du denn selber noch zum Radfahren überhaupt? Theoretisch ja. Okay. Praktisch hatte ich jetzt ein paar Operationen, die mich so ein bisschen zurückgeworfen haben. Ja. Naja, das ist für mich nach wie vor. Also ich hatte, wo ich bei BMC aufgehört habe, habe ich so ein bisschen eine Sinnkrise gehabt. Ja. Und wollte eigentlich zu diesem Radkuchen raus. Und für mich ist das Produkt einfach sehr wichtig und ich finde jedes Rad, ob das jetzt ein Kinderrad für 299 Euro ist oder ein Damenrad oder ein Hollandrad oder ein Full Suspension Mountainbike, ist ein gutes Produkt und für mich eben der Radfahrer ist wichtig und das Produkt ist wichtig. Also immer wenn ich frustriert bin, und da gab es wirklich die letzten 2-3 Jahre viel Anlass dazu, gehe ich aufs Rad und dann holt mich das wieder runter und für mich ist halt wirklich, es ist Berufung, aber auch wirklich halt Psychotherapie ist Radfahren. Ja, okay. Hast du ein Lieblingsrad? Wenn da mal auf einem Grabstein irgendwie steht, das ist Andy Kessler, der hat das gemacht, dann wäre es das Apo. Das Apo, okay. Ist, also meine, ist eigentlich plus minus baugleich wie das Apo. Ja. Ist einfach noch ein bisschen leichter, ein bisschen dynamischer. Und ich denke mal, das ist das Produkt, wo wir auch nie mehr toppen können, also das Apo oder das Apo. Ja. Das war wirklich ein großer Wurf, sage ich jetzt mal. Ist ja nicht mein Wurf, und darf ich das sagen, ist eigentlich Gerards Wurf. Und das ist wirklich, ich denke mir, das ist das Produkt, wo uns eben Leute auch in 5, 6 oder 10 Jahren noch sagen, hey, das habt ihr gemacht. Und das ist eigentlich dieses Produkt. Ja. Das ist eine gute Überleitung. Es wäre jetzt noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Gibt es irgendwie was Neues in der Pipeline oder entwickelt ihr die Modelle weiter? Hey, Neues gibt es immer. Die Frage ist immer, wann es kommt. Ja. Es ist immer lustig. Wir haben jedes Engineering-Projekt, und ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir hatten 2-3 größere, die wirklich in die Hosen gingen. Und wir sind im Moment bei 34. Wir sind immer an neuen Geschichten dran. Ja. Ja. Und eben die Frage bei uns ist immer so ein bisschen, wann kommen sie? Weil es ist nicht einfach klar, jetzt können wir zum Beispiel nehmen das ab oder jetzt ist so ein bisschen der Standard, okay, wir haben uns die Schaltkabel, wenn es überhaupt dann noch welche gibt, weil die meisten unserer Kunden haben eine elektronische Schaltung, muss man integrieren oder klar, jetzt können wir einfach sagen, hey, wir nehmen den gleichen Rahmen, wir integrieren jetzt die Schaltzüge. Das wäre der Aufwand sehr klein und dann wäre es erledigt und wir hätten ein neues Modell. Aber bei uns ist halt wirklich so, weil die Produkte eigentlich immer noch so gut sind, eben das ist wirklich das Ab. Klar, man kann sagen, nee, das ist plus minus das gleiche wie seit 7 Jahren, aber es ist immer noch ein Standard. Und von dem her, wir kommen nur mit etwas Neuem, wenn wir wirklich etwas Neues haben. Mhm. Und das kann sein, dass wir mit dem Anfang
und dann eigentlich das Gefühl haben, wir sind fertig und dann kommt uns wieder eine neue Idee. Mhm, ja. Und dann denkt man, hey, das ist jetzt eigentlich wirklich, das muss man jetzt noch da auch noch integrieren, weil das ist wirklich etwas Cooles und von dem her, also nächstes Jahr kommt sicher was Neues, ja. Aber sicher nicht irgendwie am 1. Januar. Ja. Aber wir sind eigentlich immer mit neuen Sachen dran, aber zum Teil kann es wirklich sein, dass wir das planen auf Mitte 2021 und es wird dann Anfang 2023 mhm. oder so. Das ist bei uns meistens so. Okay. Und eben aus der Vergangenheit haben wir gelernt, wir künden auch nichts an, sondern wenn du was Neues hast, dann ist es in der Produktion. Ja. Es sind mindestens zwei Größen, das ist meistens Medium und Large, ja. werden produziert und dann berichten okay. wir auch drüber. Aber eben, also, wir sind eigentlich eine Engineering Company ja. und wir sind immer an Sachen dran. Okay. Und Engineering und Prototypen baut ihr hier in Basel und die Montage ist aber nicht hier in Basel. Ja, das ist korrekt. Also eben, wir sind so ein bisschen in der Cloud, die Firma ja auch. Wir haben okay. ein Netzwerk. Ja. Eben der Scherer, also wenn ein neues Produkt entsteht, kommt der Scherer meistens mit einer Idee. Ja. Und dann machen wir zusammen eigentlich so ein Pflichtenheft. Mhm. Und das ist dann, abgesehen von der Idee, ist es einfach, was muss das für Spezifikationen ja. haben. Also sprich zum Beispiel, wie viel Reifenbreite mhm. muss das Produkt aufnehmen können. Ich sage immer, wenn ich angefangen habe zu Mountainbiken, da bist du mit 1,75 Reifen ohne Federung ja. bist du da nicht gefahren, oder? Ja. Und von dem her kannst du halt wirklich extrem viel, also du kannst ja eigentlich alles machen mit dem. Klar gibt es Sektionen, wo du dann mit einem folierten Hardtail besser da ja. machen kannst. So. Und dann haben wir aber noch externe Ingenieure, mit denen wir auch zusammen okay. arbeiten, weil eben der Vorteil davon ist wirklich, man hat dann einen Zugang zu Spezialisten. Also man ja. hat einen Layup-Spezialist oder der Aerodynamik-Spezialist oder ja. der Spezialist für Suspension. Und bei der Größe unserer Firma können wir gar nicht so viele Ingenieure ja. anstellen. Und von dem her ist es immer so, dass es ein Netzwerk ist. Ja. Und hier eben findet dann halt eigentlich so bis zum Prototypenstatus, mhm. eben dann das wirklich das Austesten des Prototypen, das Schauen, ob wirklich alles, diese Konfigurationen, die man bestimmt hat, wirklich auch funktionieren, ja. findet hier statt, aber dann die Montage findet extern statt. Da mhm. haben wir eigentlich drei Partner, einer in Deutschland, einer in Amerika und einer okay. in Taiwan, ah. also für den Rest der Welt. Also Asien beliefert ihr auch? Oder Asien ist jetzt nicht unser größter Markt, ja. Aber in Asien beliefern wir auch, also auch dort gibt es lustigerweise die Märkte, wo man meint, die sind jetzt super groß, das sind meistens nicht unsere besten Märkte, aber zum Beispiel eben, wir haben sehr gute Partner in Indonesien zum ja. Beispiel, das läuft sehr gut. China kommt natürlich immer ja. wie mehr, auch dort gibt es immer Leute, die Fahrrad fahren und da Geld haben. Und mhm. weil unsere Fahrräder sind ja nicht ganz günstig. Ja. Und nee, von dem her ist es wirklich so, also wir haben weltweit Kunden. Ja. Wir haben sogar Kunden, wo ich zum Teil googeln muss, wo das ist. Okay. Ja, das ist schon spannend. Ja. Ja. Und die kaufen dann aber bei Händlern oder bei euch online? Geht beides, glaube ich, ne? Ja, online ist eigentlich nicht unser Fokus, ja. aber eben, wir haben ca. 250 Händler weltweit, ja. mit denen wir zusammenarbeiten. Aber klar, es gibt viele Gebiete, wo wir keinen Händler haben und dann kaufen die Kunden online. Ja. Aber es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, wieso sie bei uns online kaufen sollen. Wir sind nicht billiger. Ja. Und von dem, wenn ein guter Händler vor Ort ist, dann läuft es in der Regel über den Händler. Aber wie gesagt, eben, wir haben Orte, wo es keine Händler gibt und ja. da wollen wir wirklich einfach, unser Fokus ist wirklich, wenn ein Kunde einen Open will, bekommt er das, egal wo er ist, auf dieser Welt. Ja. Ja. Dann bedanke ich mich an Sie, dass ich herkommen durfte. Ja, genau. Super schnell. Großartig für euch. Ich glaube, ich gehe nochmal rum und gucke mir ein paar Räder an. Ja, ich glaube. Genau. Also wir können auch hier noch schnell ein paar Räder drüben anschauen und so. Okay. Da drüben hat es auch noch ein paar Räder. Ja. Nein, logisch. Super. Ja. Okay. Das war's von OpenCycle. Wirklich eine sehr coole Firma mit schicken, coolen Fahrrädern. Und ich muss, glaube ich, mal Teil werden von diesem Kosmos. Und Andi hat mich auch eingeladen zum gemeinsamen Radfahren. Ich kriege ein bisschen Angst. Ja, also ihr seht da bestimmt noch mehr in einem meiner nächsten Videos.
Und wenn ihr in Basel seid, das lohnt sich total. Ist eine sehr schöne Stadt, sehr fahrerfreundlich. Und dann kann man auch mal einen Abstecher hier ins Vitra Design Museum machen. Da bin ich mich gerade. Das ist ein echtes Highlight. Ja, und wir sehen uns schon sehr bald in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin. Ciao.